Um eine diplomatische Lösung in der Ukraine bemühen sich weiterhin auch die USA und China. 2 Stunden lang telefonierten die beiden Staatschefs Biden und Xi heute. Im Anschluss wurde der chinesische Präsident im Staatsfernsehen mit dem Appell zitiert, dass der Krieg so schnell wie möglich enden müsse. Alle Seiten sollten jetzt den Dialog und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew unterstützen und sich für Frieden einsetzen. Und darüber spreche ich nun mit Arthur Landwehr in Washington. Wie wichtig war das Gespräch mit Xi heute für den US-Präsidenten? Ja, absolut wichtig, denn man hatte sich wirklich auf dieses Gespräch vorbereitet. Es gab diese große Sorge hier in Washington, dass es plötzlich eine Achse geben würde zwischen Moskau auf der einen Seite und Peking auf der anderen Seite. Es war ja bekannt geworden, dass Wladimir Putin Xi Jinping um Waffen gebeten hatte, dass er um wirtschaftliche Hilfe gebeten hatte in diesem Ukraine-Krieg. Und das wäre natürlich eine schwierige Situation für die Ukraine und für den Partner USA gewesen, wenn diese Achse zustande kommt und hier direkte Hilfe aus China nach Russland geleistet wird. Das sollte durch dieses Gespräch verhindert werden. Es gab vorbereitende Gespräche in dieser Woche. Zum Beispiel der Außenminister, der amerikanische Außenminister, der mit seinem Counterpart, der aus China in Rom gesprochen hat. Da gab es Drohungen von Seiten der USA zu sagen, auch solche Sanktionen, wie Russland sie derzeit erlebt, könnten auch gegen China verhängt werden. Also all diese Dinge waren im Vorfeld schon zu hören, damit man genau diese Situation vermeiden kann. Nun soll Xi laut chinesischen Staatsmedien einen gemeinsamen Einsatz für Frieden gefordert haben. Kommt das nicht überraschend? Das kam schon ein bisschen überraschend. Man hat ja auf der einen Seite diese Loyalität Xi Jinpings zu Wladimir Putin gekannt. Da gibt es ideologische Gemeinsamkeiten zwischen Russland und China. Und man war sich nicht so richtig klar darüber, welche Position China eigentlich haben würde, was den Konflikt und was den Krieg in der Ukraine angeht. Und hier hat Xi Jinping nach dem, was wir aus chinesischen Staatsmedien hören, wir kennen die Aussagen der Amerikaner noch nicht, deutlich gemacht, dass man diesen Ukraine-Krieg in China nicht will, dass man ihn für falsch hält und dass diese Art von Politik, nämlich mit Krieg seine Willen durchzusetzen, nicht der richtige Weg ist und von China nicht unterstützt wird. Und da will man jetzt, und das war eben auch überraschend, gemeinsam an einer Friedenslösung arbeiten. Damit hat man hier zumindest als Beobachter kaum gerechnet. Aber das scheint auch nach dem, was wir wissen, an eine Bedingung geknüpft zu sein, nämlich, dass die Beziehungen zwischen den USA und China wieder auf einen, wie Xi Jinping gesagt hat, richtigen Weg gebracht werden. Das deutet darauf hin, dass wieder über Zölle gesprochen wird, über diesen Handelskrieg, den es ja noch immer gibt zwischen China und den USA, dass man möglicherweise an der Stelle hier zu Erleichterungen kommt, um dann gemeinsam eine Politik gegenüber Russland und in Sachen Ukraine-Krieg findet. Weiß man denn, was China konkret unternehmen möchte, um die Ukraine zu unterstützen? Wurde das heute näher ausgeführt? Nein, das noch nicht. Und wir warten hier eigentlich auf die Interpretation von amerikanischer Seite. Das war schon vor einiger Zeit angekündigt, haben wir aber bisher noch nicht gehört. Wir wissen nicht sehr viel über die konkreten Vereinbarungen. Das Ganze fand ja auch hinter verschlossenen Türen statt. Das Einzige sind diese wenigen Zitate, die vom chinesischen Fernsehen veröffentlicht worden sind. Arthur Landwehr in Washington, vielen Dank.